Tja, hallo Vespa-Fans. Heute haben wir eine Vespa BK50 XL im Angebot. Die ist voll fahrbereit und funktionstüchtig und präsentiert sich auch in einem recht guten Erhaltungszustand. Ja, die ist von 91. Die hat mal über Piaggio eine neue Betriebserlaubnis bekommen. Das sind die Unterlagen anbei. Und dann wurde der Motor, also der Roller, auch mal komplett überholt, revidierter Motor. Da ist komplett neue Kurbelwelle, neue Zylinderkit, TR, der Dichtungssatz, Lagersatz. Das sagt eben, dass das komplett gemacht worden ist, der Motor. Neue Kupplung, neue Bremsbacken, Zweisatz, vorne und hinten Getriebeöl. Also ist das Wichtigste eigentlich erstmal hier am Fahrzeug revidiert worden, der Motor. Sonst ist er ja auch voll fahrbereit und funktionstüchtig. Läuft und zieht. Ich bin jetzt gerade mal eine kleine Runde gefahren. Zieht auch richtig gut ab. Aber das alte Benzin ist jetzt noch drin. Wie gesagt, das ist gemacht worden bei Kilometerstand 15,5. Jetzt hat er 18,5. Also das ist jetzt gut 3000 Kilometer her, wo die Überholung durchgeführt wurde. Das, was ich jetzt noch feststellen konnte bei meiner Durchsicht, ist, dass hier vorne das Radlager schon ein kleines erhöhtes Spiel hat. Aber es ist noch okay. Und der Lauf hier ist auch zu schwach. Da fehlt auch, ich sag mal, ein bisschen Fett auf den Radlagern. Lenkkopflager ist okay. Das haben sie vergessen. Das hätten sie eigentlich bei der Revidierung, wenn sie einmal die Bremsen vorne machen, hätten sie das auch mal mitmachen können. Sonst ringsrum, Gebrauchsspuren sind natürlich vorhanden und kleine Lackausbesserungen, gerade auf diesen Seitendeckeln. Die findet man auf beiden Seiten. Hier und da und dort. Makellos ist er nicht. Aber trotzdem schöner Erhaltungszustand. Hier oben diese Kerben. Das kommt, da war mal so ein Windschild verbaut und dann nutzt sich das so ab. Und hier vorne ist auch so ein kleiner Haarriss. Und dann konnte ich auch feststellen, dass hier vorne die zwei Befestigungsschrauben fehlen. Habe ich jetzt auch keine da, um das zu befestigen. Sonst sieht es ja sehr schöner Vespa BK50 XL2 Roller. So, dann wollen wir es mal starten. Das ist eine Elestart. Zündung an. Jetzt muss ich mit der Kamera mal hier ran. Springt sofort an. Ich hatte sie ja jetzt eh gerade mal kurz gefahren, deswegen brauchte ich jetzt auch keinen Schub. Hört sich alles gut an, läuft. Hupt. Blinkt. So wie sich das gehört. Auch die Meldung entsprechend und Beleuchtung geht auch alles. Bremslicht geht auch. Vorne Scheinwerfer. Mal gucken, ob es auf Abblendlicht geht auch. Also von der Seite funktioniert alles. Thank you.
Mein Name ist Harald Gerhardt und ich bin der Erfinder des Blinkerhandschuhs. Der Blinkerhandschuh ist ein Fahrradhandschuh mit Leuchtdioden, die man durch einen Kontakt zum Leuchten bringt und damit die Richtung anzeigt, sowohl für den Gegenverkehr als auch den nachfolgenden Verkehr. Sich als Radfahrer optisch bemerkbar zu machen, insbesondere beim Abbiegen. Dafür gibt es jetzt die einfache wie auch geniale Lösung, den Blinkerhandschuh. Einfach Daumen und Zeigefinger zusammenführen und die speziellen Leuchtdioden fangen in der vom Auto bekannten Blinkfrequenz an zu blinken und schalten nach kurzer Zeit automatisch wieder ab.